Ja, servus, grüßen, hallo, hier ist euer Krypto-Daniels mit dem neuesten, ja, Bitcoin-Update. Heute ist der 21.07.2021 und ich habe heute folgende Themen. Einmal in eigener Sache was, dann kurz was zu Bybit, zu Bitcoin und kurz was zu DXY. Wie ich angekündigt hatte, mache ich heute nur ein Smartphone-Video. Das liegt daran, dass ich meinen Laptop nicht dabei habe. Ich mache ein bisschen Urlaub mit der Familie, deswegen nur übers Handy. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, gehen wir auch gleich in den Content. Was meine ich jetzt mit einer Sache? Einmal, ich bedanke mich bei allen, die wo mir Glück gewünscht haben zu meiner Prüfung, die ich am Montag hatte. Die habe ich auch jetzt endlich nach fast 3 Jahren jetzt ja, erfolgreich bestanden. Ja, ich bin also jetzt Master Professional of Technical Management. Und ich wollte mich bei allen bedanken, die mir mal Glück gewünscht haben. Genau, das war in eigener Sache. Jetzt gehen wir zu kurz zu Bybit. Ich werde jetzt erstmal Bybit nicht mehr promoten oder auch nicht mehr hier meinen F-Link anbieten. Das hat der Grund, ja, über Bybit ist im Moment viel in Umlauf. Auch, dass es Probleme mit der BaFin gibt und bevor ich da irgendwas falsch mache oder irgendwie dann immer vielleicht blöd aus der Wäsche guckt, habe es komplett rausgenommen. Das heißt, ihr könnt mich oder uns weiterhin über Femex und Binance unterstützen. Unten in der Beschreibung findet ihr die Links. Natürlich kann man über Bybit ganz normal noch traden, aber ich spiele es im Moment nicht an. Ja, habt für Verständnis dafür. So, kommen wir zu Bitcoin. Und zwar, wir sind hier am 4-Stunden-Chart. Ich gehe mal jetzt mal ein bisschen weiter rein. Bitte habt Verständnis, dass nicht alles so klappt wie am PC, weil ich es ja nicht so oft mache. Hier bin ich mit einer Long rein, wie viele von euch, also was in der Long rein vergrößert. Da macht das schön hoch. Ich habe hier den Anteil, wo ich reingegangen bin, habe ich dann in, habe ich einen Stop-Loss gesetzt. Der wurde hier leider geholt, also ist das Ganze 0 auf 0 rausgegangen. Das passiert natürlich, es macht aber nichts. Ich bin mit dem Rest trotzdem weiterhin noch Long. Schauen wir uns das jetzt mal an hier. Jetzt haben wir hier das Weise Falling Wedge hier, ja, das natürlich nach unten ausgebrochen hat, vielleicht 60% seines Ziels erreicht und der ist jetzt schön hier von unten hochgebounced. Warum ist er so hochgebounced? Dafür muss ich das ein bisschen größer machen, das Ganze. Ihr seht hier das große in Gelb, das große Falling Wedge, was ich schon längere Zeit hier euch ja zur Schau stelle. Und davon ist er hier unten. Wo bist du, mein Zeichen? Hier. So, da ist er hier unten in diesem Bereich abgebounced. Direkt auf dieser Linie ist er jetzt hoch. Ja, und ich habe jetzt auch ein Telegram geschrieben. Guckt euch bitte diese Linie an, weil die ist wichtig. Ja, hier werde ich, wenn jetzt hier nichts mehr kommt, was mich dazu bewegen wird, meine Long zu vergrößern, wird das hier der nächste Anzeichen sein, um meine Long hier zu vergrößern, weil ich denke, mir gehen hier mindestens auf die 38 bis 243.000 erst einmal und dann muss man gucken, was er dann weitermacht. Ich sagte ja, dass er noch Potenzial hat, Richtung All-Time High zu gehen. Muss er natürlich nicht, aber wenn ihr wissen wollt, warum, schaut euch bitte die letzten Videos an. Ich kann es jetzt leider nicht hier über das Handy so einblenden, wie ich eigentlich möchte, aber da habe ich ein paar harmonische Patterns, wo euch das Ganze zeigen könnten. So, jetzt wisst ihr, wo ich meine Long vergrößern werde. Natürlich gibt es auch ja, auf der Short-Seite was. Und zwar hier ganz klar zu sehen, soll der hier diesen Bereich unten brechen hier. Das wäre jetzt, natürlich weiß ich halt nicht, wenn er wieder hier runterkommt und vielleicht nach unten durchbricht. Das wäre im Moment hier bei 27.500 in diesem Bereich. Da kann natürlich noch bis hier unten durchgehen, bis zu etwa 26.000. Dann visiert er das Ziel an, ja, wovon ich eigentlich leider ausgehe, dass man unter die 20.000 sogar auf die 10.000 Dollar fallen könnten. So, jetzt wisst ihr, was ich bei Bitcoin als nächstes vorhabe. Ja, heute hat er, wie gesagt, einen schönen Bounce gezeigt. Ich schaue mir ganz kurz noch zum DXY, weil der habe ich auch in Telegram gepostet, ist sehr, sehr, ja, sehr, sehr signifikant heute. Ja, sehr wichtig. Ich zeige es euch. So, dann haben wir hier den DXY. Warum zeige ich den? Die Leute, wo mich schon länger gucken, wissen, dass ich alle 2, 3 Wochen den mal einblende. Und zwar
hat in der Vergangenheit, hat der DXY, wenn der hier zum Beispiel schönen Pump nach oben gemacht hat, hier, ja, ist Bitcoin gefallen. Ja, jetzt hier hat er ein Falling Wedge gebildet. Ja, da hat er hier sein All-Time High. Ja, das heißt, Bitcoin macht das Gegenteil vom DXY. So war es in der Vergangenheit. Und so sieht es auch jetzt aus. Guck mal, er hat ein schönes, war das schon seit Wochen, sogar Monate jetzt zeige. Oder Wochen besser gesagt. Ja, oder doch Monate eigentlich schon, ja. Formt hier ein wirklich Bilderbuch Double Bottom im Moment. Und das hätte zur Folge, dass wenn er das ausspielt, dass das 100% dieses Double Bottom bei etwa 7,9 schon halb liegt und das Ziel dieses Falling Wedges bei 8,98 und das 100% Ziel wäre dann hier bei etwa 102. So, und warum ist das Ganze jetzt wichtig? Guckt euch das an. Diese weiße Linie hier, ja, diese weiße Linie ist die Neckline, ja. Die ist wichtig. Sollte er die überspringen, schön mit einem 3-Tages-Close drüber und die nächste auch, dann wird es meiner Meinung nach Pump nach oben gehen. Was passiert mit den Kryptowährungen? Ganz klar, die werden verrecken. Ja? Die werden nach unten, weiter nach unten ziehen. Aber man darf jetzt nicht vergessen, im Moment bildet er hier in Gelb ein mögliches Rising Wedge. So, und dieses Rising Wedge hat ein Ziel, ja, wenn er runterfällt. Und 100% sind von hier, von etwa von 194. Das wäre also die grüne Linie hier. Ja, da könnte er nochmal runter. Und das könnte die Chance sein, dass er hier nochmal, dass der Bitcoin nochmal und die Kryptowährung nochmal hochziehen auf den Bereich, wo ich anvisiere, 38k und aufwärts. Ja, aber muss man sehen, weil wenn er das Rising Wedge hier nach oben durchbricht, bricht er gleichzeitig die Neckline und dann geht es hier ab natürlich. So, Leute, jetzt wisst ihr, was ich meine, was ich euch versucht habe zu sagen, hoffentlich, ja. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ich hoffe, das war trotz Smartphone alles zu erkennen und auch gut zu hören. Ich wünsche euch noch ja, einen schönen Abend. Ich mache jetzt noch ein bisschen schnell Urlaub mit der Family und wir hören uns als, ja, wenn es nächstes Mal was Wichtiges gibt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ach, ich poste auch viel in Telegram. Einfach unten in der Beschreibung gucken. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach über Femex oder und Binance anmelden. Würde mich sehr freuen. Ja, das war's. Okay, ciao. Euer Krypto Dennis von der Bullverse Bears Academy.